Shalom Aleikum. Was haben wir? 6 Uhr 31. Bei mir brutzelt das Essen hin in die Küche, aber Stufe 2 geht bei mir vollautomatisch. Ne? Gibt wieder ungarisch Gulasch, aber das ist nicht das Ding, warum ich euch hier zuquatze. Ne? Dreht sich das um Folgendes. Genderstudien. Jetzt mittlerweile an der Ruhr-Uni in Bochum sind dann fünf von diesen Absolventen der gendergeprägten Meinungsmache anwesend. Neuester Zugang, Volker Beck. Ne? 23 Jahre Bundestag, AD, ne? Außer Dienst. Ne? Sozusagen abserviert. Christel Beck, jetzt an der Ruhr-Uni in Bochum. Ne? Ja, was kann das bedeuten? Ne? Ist ja logisch. Stühle müssen frei werden, weil die Kumpels von der AfD Platz genommen haben. Ne? Sind zwar mehr Stühle dazugekommen, aber waren ein paar Posten über. Ne? Der Sinn der Wahl ist gewesen, genau diesen Effekt zu erzeugen. Jetzt war die große Frage, die ganzen Politiker unter Luken, wo gehen die hin, wenn der Platz geräumt werden muss? Ne? Volker Beck, ne? Christel Beck, ja, ein Vorbild deutscher Leitkultur. Ein Grüner. Grün muss nicht schlimm sein. Ne? Meine Wiese ist auch draußen grün. Ich habe sie eigentlich sehr lieb. Ne? Also ich bin komplett naturverbunden. Ne? Muss ja auch, ne? Wenn ich mit dem Roller hier über das Bio-Krisengebiet bretter und da irgendwelche Kuhlen mit dem Hinterrad rein fräse. Ne? So. Nee, aber darum geht das ja auch nicht. Ne? Grüne haben ja auch gute Sachen gemacht. Ne? Anti-Atomkraft, Castor-Transporte, solche Sachen. Alles super. Brauchen nicht drüber reden. Ne? Aber Christel Beck, jetzt verschollen in der Uni. Ne? Bochum, ne? Nordrhein-Westfalen. Fürchte dich nicht. Ne? Ja, das alte Bergmannslied. Ne? Fürchte dich nicht. Ne? Alles nicht so easy. Ja, wo führt das hin, ne? Viel Rauch um nix, sozusagen, ne? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ne? Der Typ hat nichts gelernt. Der macht jetzt auf Religionswissenschaft, Religionswissenschaft in der Politik, ne? Das Problem ist, wir haben ja ausgebildete Taxifahrer da rumsitzen gehabt, Joschka, der Fischer. Wir haben ehemalige Terroristen, Terroristenanwälte. Der Deutsche Bundestag ist ja so eine Art Reality-Muppet-Show, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Im Deutschen Bundestag sitzen 40.000 Jahre Knasterfahrung. Also theoretisch, wenn sie die verurteilt hätten. Aber die haben ja alle dieses Don't-Touch-a-Politiker-Feeling und Image. Da kommst du ja nicht dran, ne? Aber dass sie den in Bochum ausgerechnet den Christel Beck genommen haben, ne? Unglaublich. Ich verlinke euch den Artikel hier unten drunter. Könnt ihr euch mal durchlesen und euch mal selber Gedanken darüber machen. An der Uni sind natürlich neben diesen Gender-Projekten auch noch normale Professoren. Das heißt, das Ruhrgebiet ist wahrscheinlich nicht komplett verloren. Aber ein Teil, ne? So, tschüss.